Der Glaube der Götter. Orbitus lehnte sich über die auf den Tisch heraufbeschworene Karte und tippte dabei eine kleine Insel im Süden an, auf der sich ein Tempel und eine Akademie sowie ein paar Bauernhöfe befanden. Zugleich vergrößerte sich diese, bis sie den Rest der Karte komplett verdrängt hatte und die gesamte Länge des Tisches ausmachte, sodass man nun mehr Details erkennen konnte. Der Tempel, welcher sich auf dem höchsten Punkt der Insel befand, grenzte direkt an die Akademie an, während eine Handvoll von Bauernhöfen an der Südküste der Insel lagen, welche gerodet erschienen. Ein kleines Dock lag ebenfalls dort und diente wohl dazu, dass Handelsschiffe andocken konnten, um ihre Waren gegen die Erzeugnisse der hiesigen Bauern zu tauschen. Das gerodete Land zog sich hoch bis auf den kleinen Hügel, auf dem sich Tempel und Akademie befanden. Hinter diesen, auf der Nordseite der Insel, lag bewaldetes Land, welches in eine kleine, azurblaue Lagune überging. Vor der Akademie befand sich ein Trainingsgelände, welches mit Holzpuppen und Zielscheiben aus Stroh eher spärlich wirkte. Auf diesem befand sich Herak Marcus, der gerade dabei war, mit seinem großen, zweihändigen Schwert aus einer der Trainingspuppen Kleinholz zu machen, was aufgrund seiner übermenschlichen Stärke kein Problem war. In einigen Abstand von ihm befand sich ein Mann mittleren Alters, dessen Körper vor Muskeln strotzte. Besonders sein gestählter Körper glänzte im Schein der Sonne, da dieser lediglich von einem weißen Lendenschurz bedeckt war. Sein äußeres Bild zeugte nicht nur von Stärke, sondern auch von kriegerischer Erfahrung. Obwohl sein Gesicht recht makellos und kräftig erschien, so wirkte es dennoch ernst und gütig, sodass er den Eindruck eines guten Lehrmeisters erweckte. Sein Haar war am Rücken schulterlang, während das Wunder nur die Stirn bedeckte und er kraute schon leicht. Auf der linken Wange zog sich eine große Narbe von der Nase hin bis zum Auge. Wahrscheinlich war dies auch mit Leidenschaft gezogen worden, denn über diesen trug der Mann eine Augenklappe. Auch Herak Marcus' Erscheinung war von gestählter Natur. Ein starker Mensch durch und durch. Auch wenn seine Muskeln nicht so unnatürlich groß wirkten wie die seines Meisters, so waren sie doch recht ansehnlich und imposant. Sein Oberkörper war mit einer Lederweste gekleidet, welche in einen nussbraunen Lendenschurz überging. Sein Haar war blond, jedoch schien es zugleich in das Brünett zu spielen. Er trug es schulterlang, wobei er vorne einen Mittelscheitel trug, sodass sein Gesicht immer einige Strähnen flankierten. Nur von hinten und an der Mittelstelle der Stirn, welche nicht von den Haaren verdeckt wurde, war zu erkennen, dass er ein rotes Band um den Kopf gebunden hatte, dessen Enden unter seinem Haar am Rücken hervortraten. Das war auch nötig, um sein Haar zumindest insoweit zu bändigen, dass es bei seinen Kampfübungen ihm nicht die Sicht nahm und er auf alles Mögliche einschlug. Als er die letzte der drei Holzpuppen besiegt hatte, sprach sein Meister: Gut gemacht, mein Schüler. Aber zu einem Krieger gehört mehr als rohe Gewalt. Der Weg des Kriegers bedeutet auch zu wissen, wann man kämpfen muss und wann nicht. Und noch mehr, zu wissen, wann man kämpfen sollte und wann nicht. Dies sind Sachen, die du durch pures Training nicht erlernen kannst. Wodurch dann, Meister? Erkundigte sich Herak Marcus mit großem Interesse, während die Götter das Geschehen beobachteten und Orbitus zu den anderen sprach. Ich sage doch, er ist stark wie ein Löwe. Ich wusste, dass Hera ihn zu Agalemon schicken würde, damit er eine gute Ausbildung bekommt. Ihr müsst wissen, Agalemon ist nicht nur einer der besten Krieger Kriegelands, sondern auch ein weiser und erfahrener Mann. Die Götter nickten ihm kurz zu und wandten sich dann wieder der magischen Karte zu, welches das Bild des angehenden Helden zeigte, der gerade von seinem Meister Agalemon unterrichtet wurde. Durch Erfahrung und ein gutes Herz. Merke dir, jedes dumme Kind kann einen hilflosen Käfer zertreten, doch nicht einmal der klügste Denker Jaros kann einen erschaffen. Schätze das Leben, verachte den Tod, ehre die Gerechten und richte die Tyrannen. Dann wirst du die Lektion lernen, die nur das Leben dir lehren kann und die dich über jegliche andere stellen. Aber ich verfüge schon über immense Macht. Immerhin bin ich der Sohn eines Gottes. Und diese Lektionen, von denen du sprichst, so wie du es sagst, klingt es glatt so, als wenn man mit ihnen einen Gott bezwingen könnte. Hakte der wissbegierige Herak Marcus nach. Sein Meister hob den Finger und deutete Mäßigung an, wobei er sprach: Ich sage nicht, dass du jeden anderen damit bezwingen könntest. Und das ist auch nicht die Lektion, die du lernen sollst. Vielmehr versuche ich dir damit zu sagen, dass jeder, trotz fehlender göttlicher Macht, durchaus über einem Gott stehen kann, wenn er sich nur an meine Worte hält.
Zwar wird ein Gott sich nie einem Menschen unterwerfen, und das soll er auch nicht, aber ein Mensch, welcher die vollkommene Weisheit erlangt hat, wird durch seine gerechten Taten, durch seine Bemühungen zur Verbesserung der Welt, mehr Würde und Ehre erfahren als ein Gott, der nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist. Als der gelehrte Krieger diesen Satz beendete, fuhr ein Blitz von ihm hinab und warf ihn nieder, sodass er wie ein lebloses Stück Kohle wirkte. Alter, das war aber doch etwas übertrieben, oder? Fragte Pisassus Orbitus, welcher ein Blitz auf den, seiner Meinung nach aufrührerischen, Ausbilder geworfen hatte. So eine Blasphemie ist mir noch nicht untergekommen. Und dann noch meinem Sohn gegenüber? Das schrie nach einem pädagogischen Eingriff. Verteidigte sich Orbitus. Wie gut, dass dich keiner zum Gott für Familie und Erziehung ernannt hat. Warf Chuira ein, woraufhin Orbitus schweigend mit seinem Kopf nickte, ehe sich Kaira an ihn wandte und sprach: Vor einigen Sekunden war er für dich noch einer der größten gelehrten Krieger und nun hast du ihn dennoch getötet? Nur weil er etwas leicht Blasphemisches sagte? Ach, was ist schon ein gelehrter Krieger? Bei den ganzen Schlachten in Kriegeland gibt es davon doch reichlich. Irgendeiner wird sich schon als Ersatz finden. Verteidigte er sich erneut. Kaira wollte gerade etwas sagen, als er seine Hand hob und sie eilig mit den Worten unterbrach. Genug der Vorwürfe. Hier geht es um Wichtigeres. Ach, sein Gemüt gleicht einem Gewitter. Sofort kann ein Sturm aufkommen und sogleich kann sich diese auch widerlegen. Nicht wahr, mein kleiner Freund? Tuschelte die Göttin der Natur zu Squeak, welche auf ihren Schoß saß und mit einem fröhlichen Augenzwinkern nickte, wofür er eine Haselnuss erntete, die er sofort mit Freude verspeiste. Wobei er fröhlich piepste, so sollte es ihm sehr schmecken. Der Donnergott betrachtete indessen seinen Halbsohn, welcher kniend zu seinem toten Meister herabgebeugt war und weint um diesen trauerte. Lass ab von deiner Trauer, mein Sohn. Du bist zu höherem berufen. Sprach der Donnergott und ließ seine Gestalt am Himmel hinter einigen weißen Wolken hervorblicken, wobei nur sein Oberkörper, sein Kopf zum Vorschein kam. Langsam hob der Göttersohn seinen Kopf, während Tränen aus seinen Augen kullerten. Gleichzeitig übermannte ihn Ehrfurcht vor dem Anblick seines göttlichen Vaters. Er fasste Mut, wisch die Tränen beiseite, stand mannhaft auf und sprach zu Orbitus: Du warst das, nicht wahr? Du hast ihn mit einem deiner Blitze niedergestreckt. Warum hast du das nur getan? Er war wie ein Vater für mich. Ich bin dein Vater, vergiss das nicht. Erwiderte der Gott in erzürnten, donnernden Ton. Ha, was für ein Vater bist du. Nie bist du da, nie hast du dich um mich oder Mutter gekümmert. Du bist nicht mein Vater. Verteidigte sich Herak Marcus hart. Ertönte es von den nun rasenden Orbitus und es klang wie ein Donnerschwall, welcher den angehenden Helden vor Furcht zusammenzucken und auf die Knie gehen ließ, wobei er schützend seine Arme vor das Gesicht hielt, welches er ängstlich abwandte. Ein helles Blitzen tauchte am Himmel auf und eine sanfte Frauenstimme, die von Gaire stammte, mahnte: Orbitus, er ist dein Sohn! Woraufhin das Blitzen verschwand. Auch wenn Herak Marcus es nicht wusste, doch gerade hat die Göttin der Natur verhindert, dass ein zweiter Stück unmenschliche Holzkohle sich zu den ersten gesellte. Es herrschte für einige Momente Ruhe, die Orbitus brauchte, um seinen Zorn einzudämmen. Diese Ruhe ließ Herak Marcus wieder einigen Mut schöpfen, sodass er die Arme wegnahm und seinen Blick nicht mehr abwandte, sondern wieder zu seinem Vater gen Himmel richtete. Dies hatte sich langsam wieder beruhigt und sprach zu seinem Sohn, so als wäre nichts vorgefallen: Dir wird eine schwere Prüfung zuteil, doch großer Lohn wartet auf dich. Das Schicksal hat für dich 12 Prüfungen auserkoren, die es zu bestehen gilt. Bestehst du sie, sollst du in den Himmel kommen und an meiner Seite herrschen. Scheiterst du jedoch, erwartet dich der sichere Tod. Was? Fragte Herak Marcus vorsichtig und erhob sich. Ich wiederhole mich nur äußerst ungern. Entgegnete Orbitus scharf und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: Stellst du dich der Prüfung wie ein wahrer Mann? Oder fliehst du davor wie eine ängstliche Maus? Herak Marcus war keineswegs dumm. Doch er litt an einem großen Schwachpunkt, seinem Stolz. Er konnte es nicht ertragen, wie jemand an ihn oder an seiner Stärke zweifelte, weshalb er stets jede Gelegenheit nutzte, um sein ganzes Potenzial zu beweisen.
und auch dieses Mal verleitete ihn diese Schwäche dazu, ohne zu zögern und ohne sich zu bedenken, sich sofort der Herausforderung zu stellen, indem er sprach: Von wegen, Maus! Ich fürchte mich vor nichts und niemanden! Stelle mir deine Aufgaben, ich werde sie erfüllen! So möchte ich dich hören! Dieser Mut erfüllt mein Vaterherz mit Freude! Entgegnete Orbitos erfreut und schnippte. Ein kleines Krachen folgte und vor Herr Markes Füßen erschien eine Schriftrolle, welche er aufhob, um sie zu lesen. Während er dies tat, sprach Orbitos: Doch hüte dich! Es gibt noch zwei andere, welche sich dieser Prüfung stellen. Sei dir gewahr, nur derjenige von euch, welcher als erster die Aufgabe erfüllt, wird in das Himmelsreich kommen. Ja, Vater, sprach Herakmarkes, obwohl ihm das Wort Vater nur schwer über die Lippen kam. Dieser nickte noch einmal zufrieden seinen Jungen zu, ehe sein Bild im Himmel verblasste und schließlich verschwand, sodass ein einsamer Kämpfer mit seinem toten Meister zurückblieb. Mit der Schriftrolle in der Hand beugte er sich zu seinem ehemaligen Meister herunter und betrachtete seine verkohlten Überreste. Agalemon, es tut mir so leid, wäre ein anderer an meiner Stelle dein Schüler geworden. Du würdest wohl noch leben. So verharrte er einige Minuten und betrachtete seinen Verlust, während der Schock langsam schwand. Als er sich mit dem Schicksalsschlag abgefunden hatte, der ihm seinen väterlichen Ausbilder genommen hatte, erhob er sich langsam aus seiner knienden Stellung und rollte die Schriftrolle auseinander. Er hatte sie zwar schon zuvor geöffnet und die Aufgaben überflogen, aber durch die Eile der Ereignisse hatte er noch nicht ganz gefasst, was ihm eigentlich aufgetragen worden war. Dies wurde ihm erst gewahr, als er nun aufmerksam die Prüfung las, und schnell spürte er die Konsequenzen seines so anfälligen Stolzes. Verärgert über seine überstürzte Entscheidung ließ er das Pergament fallen und schrie: Mist! Wobei er gen Himmel blickte und seine Fäuste ballte. Das soll jemand schaffen? Ihr habt wohl vergessen, dass ich sterblich bin! Fügte er Markus nach einigen Sekunden hinzu und richtete seine aufgebrachten Worte an den Himmel, welcher jedoch nicht reagierte. Langsam senkte er entmutigt den Kopf und beugte sich zu dem Pergament hinab, um dieses aufzuheben und in die überaus praktische Innentasche seines Lendenschurzes zu stecken. Als er dies tat, ärgerte er sich über seine Herkunft und dass sein Vater ihm sein aufbrausendes und unüberlegtes Gemüt wohl vererbt zu haben schien. Nun stand er da, mitten auf einer kleinen Insel, ganz allein und noch etwas durcheinander. Erneut holte er die Schriftrolle aus seiner Innentasche hervor und las sich die Aufgaben durch. Er zu sich selbst sprach: Auf Monokel gilt es also, die zierliche Zypresse der Zähigkeit zu erringen, die von den 10-zornigen Zyklopen bewacht wird. Er machte eine kurze Pause, hob seinen Blick von dem Pergament gen Westen, wo in einiger Entfernung mitten im Meer die besagte Insel zu sehen war, und sprach dann weiter: Die liegt ja gleich in der Nähe. Er steckte das Pergament wieder weg, fügte dann hinzu: Dann wird dies wohl meine erste Aufgabe sein. Mit diesen Worten machte er sich auf Richtung Dock, wo er ein Boot chartern wollte, um auf die Insel überzusetzen. Da es nur ein kurzes Stück Wegs war, dauerte es bei dem schnellen Schritt des geübten Göttersohnes nicht einmal eine halbe Stunde, ehe er den kleinen Hügel hinabgestiegen war und das Dock erreichte. Einige wenige Stege waren zu sehen, an denen Boote lagen, die wohl eher den Namen Nussschalen verdienten, so klein und bescheiden diese waren. Das lag daran, dass es alles Fischerboote armer Leute waren, die auch nur zu diesem Zweck zu gebrauchen waren. Die einzigen Schiffe, die an der verträumten Insel ab und an anlegten, waren Handelsschiffe, welche jedoch meist nur monatlich vorbeikamen. Herakmarkes näherte sich den schon leicht vermoderten Stegen, über den mit schrillen Schreien Höfen ihre Bahn zogen und deren Sporen in Form von Kot auf dem vermoderten Holz des Docks zu sehen waren. Eine salzige, jedoch erfrischende Brise des Meerwassers wehte durch die Lüfte und machte so die sengende Sonne am Himmel erträglicher. Die meisten Boote befanden sich zu dieser Zeit auf See, wo die Fischer ihrem Handwerk nachgingen, sodass nur noch zwei an den Stegen lagen. Herakmarkes näherte sich dem ersten davon, in dem ein alter Mann schlief. Er hatte eine Kapitänsmütze, die er jedoch nicht auf den Kopf trug, sondern sich über das Gesicht gezogen hatte, damit die Sonne sein Nickerchen nicht störte, den ihn sanft die Meereswellen in den Schlaf wogen. Vorsichtig trat Herakmarkes an das Boot heran und beugte sich zu dem leise schnarchenden alten Mann hinab und zog ihm die Mütze vom Gesicht, sodass diese nun auf seiner Brust ruhte. Da der Mann davon nicht wach wurde,
ergriff Herald Marcus die Schulter des alten Mannes und rüttelte ihn langsam wach. Er öffnete seine Augen und wurde sogleich von der Sonne geblendet, sodass er sich blinzelnd zur Seite drehte, weil die muskulösen Beine des angehenden Helden erblickte. Sein Blick wanderte langsam an ihn hinauf, bis er ein freundlich lächelndes Gesicht erreichte, das er sofort wiedererkannte. Ah, Herald Marcus, was machst du denn hier? Hat der gute Agalemon dir mal eine Pause gegönnt? Erkundigte sich der Alte freundlich, wobei die derben Falten seines Gesichtes sich zusammenzogen, als er breit lächelte. Er ist tot. Antwortete der Göttersohn etwas betrübt, was sich auch durch das Schwinden des bis dato freundlichen Lächelns bemerkbar machte. Der Alte schaute erst etwas verwundert zur Seite, blickte dann jedoch zu Herald Marcus zurück und richtete sich auf, wo er verwundert fragte: Warum hast du das denn getan? Das war ich doch nicht, das Orbitus war es. Antwortete Herald Marcus aufrichtig, auch wenn der alte Fischer eilig aufstand und sprach: Orbitus? Der Orbitus? Also dein Vater? Ja, genau der. Antwortete Herald Marcus. Warum? Hakte der Alte mit hoher Stimme nach. Herald Marcus schüttelte den Kopf und entgegnete dann: Das weiß ich nicht, es ging alles so schnell. Armer Agalemon. Er war ein guter Kerl, auch wenn er ziemlich streng war. Erwiderte der Alte und blickte etwas betroffen zum Meer hinaus. Herald Marcus teilte ihm gleich und so blickten sie für einige Momente gemeinsam das weite, nur sanft wogende Meer, ehe der Alte sich betroffen zu Herald Marcus wandte und sprach: Ja, ja, so schnell kann es gehen. Aber das ist doch nicht der Grund, warum du einen alten Mann bei seinem Schläfchen störst, oder? Nein, das nicht. Das ist so. Ich brauche dein Boot. Entgegnete Herald Marcus. Wozu? Fragte der alte Seemann mit hoher Stimme nach. Ich habe da einige Dinge zu erledigen. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und... das ist alles viel zu kompliziert und das jetzt alles zu erklären. Würdest du mir dein Boot leihen? Bat der angehende Held höflich. Der alte Seemann traute den offenherzigen Blick und antwortete: Ah klar, hüpfe rein. Wohin soll es gehen? Herald Marcus bestieg das Boot und sprach dabei mit vorsichtig gewählten Worten: Es könnte etwas gefährlich werden und ich möchte nicht, dass dir etwas zustößt. Könntest du vielleicht... Sag kein Wort mehr. Ich verstehe schon. Ich gehe ja schon von Bord. Aber bring mir meine alte Betsy bitte unversehrt wieder. Fiel der alte Mann Herald Marcus ins Wort und stieg langsam aus. Danke. Erwiderte Herald Marcus und fügte dann fragend hinzu: Wer ist Betsy? Jeder Mann hat doch eine Frau, die er zum Leben braucht. Na, und da keine Frau einen alten Seeschwamm wie mich liebt, habe ich halt mein kleines Boot hier. Meine Betsy. Antwortete der alte Mann laut lachend. Mit einem kleinen Schmunzeln bedankte sich der angehende Held für die Großzügigkeit des Mannes und entgegnete ihm, als er die Ruder ergriff und langsam lospaddelte: Ich bringe sie dir unversehrt wieder. Versprochen. Und gib du auch auf dich Acht. Der Mann winkte Herald Marcus zu, der sich langsam, aber stetig von dem Dock in Richtung der Insel Monokle entfernte. Während so der Sohn des Orbitus sich auf den Weg zu der ersten Prüfung machte, führte sich der Wettstreit der Götter fort. Sie alle waren um die magische Karte versammelt und warteten nun, dass Maris, als Anführer der zweiten Götterpartei, seinen Helden für die Aufgaben wählte. Ihnen allen war klar, dass er sich seinen Sohn für diese prekäre Prüfung aussuchen würde, allein schon um Orbitus auszustechen. Doch noch warteten sie gespannt auf seine Entscheidung, denn als Kriegsgott verfügt er nicht nur über große Kraft und Freude am Kampf, sondern auch über Geschick und vor allem List, was dazu führte, dass man sich bei ihm nicht sicher sein konnte. Maris erhob sich von seinem blutrünstig verzierten Thron und tippte die Insel Macau an, die sich seit jeher im Krieg mit den angrenzenden Inseln befand. Macau also.
sprach Orbitus und Gaira ergänzte: So wirst also auch du deinen Sohn wählen, Maris? Na klar, so gerissen und geschickt wie der ist keiner, antwortete der Kriegsgott, während die Karte immer mehr die Insel fokussierte. Diese wurde dadurch immer größer, während der Rest um sie herum verschwand und es diese schnell erkennen, dass die Insel nicht nur relativ groß war, sondern auch in der Gunst des Maris stand. Wohin das Auge nur blickte, befanden sich Forts, Schmieden und Waffenkammern, Kasernen, Kriegslager und Söldnermärkte. Die Vegetation der Insel war bedenklich. Kaum ein Baum spendete Schatten und Felder samt Ackerbau waren Schmieden gewichen. Die Marisianer vertraten die Ansicht, dass Ackerbau, Viehzucht, Fischerei und dergleichen nutzlos waren. Vielmehr erkannten sie diese Errungenschaften von zivilisierten Völkern als deren Schwäche an, da diese viel Aufwand und Zeit brauchten. Da sie selbst nichts dergleichen betrieben, waren sie daher gezwungen, andere Völker auszubeuten und sie zu versklaven, zu Kolonien zu machen, welche sie dann zwangen, ihnen in regelmäßigen Abständen Nahrung als Tribut zu liefern, da sie sich selbst nur auf ihre Feldzüge und weitere Eroberungen konzentrierten. An der Südostküste der Insel befand sich ein großes Fort, in dem sich auch der größte aller Söldnermärkte befand. Es war nicht verwunderlich, dass Ominousos, Sohn des Maris, hier das Sagen hatte und über die anderen gebot. Er befand sich im Hauptlager des Forts, welches im Prinzip nur ein besonders großes Zelt inmitten des Söldnermarktes war und auf dem das Symbol zweier gekreuzter Klingen mit Blut aufgemalt worden war. Es mag auf den ersten Blick abwegig erscheinen, dass in einem großen Zelt inmitten eines lauten Söldnermarktes ein Heerführer bedächtig über militärische Pläne grübelte und neue, noch ausgefeiltere Strategien und Taktiken entwickelte. Doch wer wie Ominousos in zahllosen Kriegen kämpfte, der war an Lärm, Schreie und dergleichen gewöhnt, sodass es ihm nichts ausmachte. Und genau so war es auch. Ominousos saß vor militärischen Karten einer nahen Insel und studierte die letzten Truppenbewegungen, welche seine Spione ihm mitgeteilt hatten, um einen effektiven Angriff zu planen. Dabei hallten durch das Zelt immer wieder die Stimmen der umstehenden Söldner, welche, wie Marktschreier, ihre Waren, ihre Dienste feilboten und dabei möglichst kreativ in Bezug auf ihre eigenen Heldentaten, die meist keine waren, eingingen. Ist dir nicht dein Prachtstück? Dieses volle, glänzende Haar, dieser athletische Körper, diese Kreativität. Was für ein wundervoller Sohn, sprach Maris, als er seinen Sprössling beobachtete. Er hat ja die ganzen schönen Bäume abgeholzt, rief Gaira entsetzt aus, woraufhin Squeak sich mit seinen kleinen Händen die Ohren zuhielt. Die Leute sehen alle so zornig aus, warf Helia ein. Kollege, das ist keine Kreativität, das ist Destruktivität, sprach Pisasus direkt zu Maris. Dieser entgegnete: Ja, keiner ist perfekt. Außerdem ist es eine kreative Destruktivität. Und diesen irren Berserker willst du die Prüfung anvertrauen? Erkundigte sich Orbitus. Ihr urteilt doch alle nur nach seinen Taten. Er ist nun mal mein Sohn, ein Krieger durch und durch. Er ist weder irre, noch ist er ein Berserker, rief Maris aus und fügte dann etwas kleinlaut hinzu: Ich gebe zu, er ist etwas dominant und gebieterisch und vielleicht doch etwas machtversessen, aber auf keinen Fall ein Berserker. Ein siegreicher Heerführer ist vielmehr trickreich, voller List und guter Planung. Das macht ihn aus. Und das wird er euch allen auch noch beweisen. Ihr werdet schon sehen. Mit diesen Worten verblasste die Gestalt des Kriegsgottes und verschwand, woraufhin er am Zelt seines Sohnes auftauchte. Dieser stand gebückt über einen Tisch mit Plänen und spürte eine Präsenz hinter sich. Achtsam lauschte er auf jede kleine Bewegung und gab vor, nichts bemerkt zu haben. Und als Maris einen Schritt nach vorne trat, zog Ominousos sein Kurzschwert und drehte sich um, wobei er es auf Kopfhöhe mit sich schwang, sodass es den Kriegsgott direkt am Hals getroffen hätte, wenn er nicht auf eine solche Begrüßung gefasst gewesen wäre und die Schwertklinge mit seiner bloßen Hand ergriffen hätte, noch bevor sie überhaupt die Chance bekommen hatte, seinen Hals zu berühren. Nicht schlecht, mein Junge, sprach Maris und ließ seinen Blick von der Klinge zu seinem Sohn schweifen. Dieser ließ die Klinge fallen und sprach mit einem Lächeln: Vater, es ist lange her, dass du mich mal besucht hast. Bestimmt ist schon ein Jahr vergangen. Die Stimme des jungen Mannes, der unter besseren Umständen einen guten, edlen Prinzen abgegeben hätte, war aufrichtig und direkt, aber wohlklingend und nicht bedrohlich, wie man sie von einem rauen Krieger erwartet hätte. Du weißt doch, wie das ist.
Da oben gibt es doch immer so ein Gezänk um den Thron von wegen Herrschaftsanspruch und so. Entgegnete Maris, wobei er gen Himmel deutete. Seine Stimme wirkt hier nicht wie ein blutrünstiger Kriegsgott, sondern vielmehr wie ein erfreuter Vater, der nach langer Zeit des Wartens endlich seine Kinder mal wieder besuchen durfte. Ich weiß. Und vermutlich wirst du auch schon bald wieder gehen müssen, richtig? Sprach der junge Mann etwas enttäuscht. Da hast du wohl leider recht. Bestätigte ihm sein Vater. Wir haben immer so wenig Zeit. Und du bist der einzige Verwandte, der mir geblieben ist. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, dass wir uns mal öfters sehen könnten. Fuhr Omnisseus fort. Als er diese Worte sprach, ergriff ihn sein Vater an den Schultern und sprach: Es gibt einen Weg. Ich und die anderen haben dieses ewige Hin und Her satt und darum einen Wettstreit aufgerufen. Ich, Orbitos und Geira fechten um den Thron. Doch nicht in einem Kampf, sondern in einem Wettstreit der Sterblichen. Jeder von uns sucht sich einen Sterblichen aus, der 12 Aufgaben, die wir uns ausgedacht haben, bestehen muss. Derjenige Auserwählte, wer zuerst alle Prüfungen gemeistert hat, wird zur Belohnung seiner Heldentaten an unserer Seite herrschen. Und du, mein Junge, ich möchte, dass du für mich kämpfst und mich stolz machst. Was sagst du dazu? Ein kurzer Moment der Ruhe herrschte, in dem sich Omnisseus auf einen nahen Stuhl setzte, wo er sein rot und gelb schimmernder, dünner Umhang wehte. Dort dachte er einen Augenblick nach, ehe Maris sprach. Ich wüsste niemanden, den ich sonst bitten könnte. Orbitos hat auch seinen Sohn losgeschickt. Der junge Mann stand auf, ergriff die Hand seines Vaters und schüttelte diese, wobei er sprach. Abgemacht. Ich kümmere mich um die Aufgaben und du hältst dein Wort, dass wir dann mehr Zeit zusammen verbringen werden. Wann und wo geht es los? Es ist bereits losgegangen. Antwortete Maris und zog die Schriftrolle mit den Aufgaben hervor. Er trat langsam an den Tisch vorbei, legte sie dort ab und sprach dann, ohne sich umzublicken: Das sind die Aufgaben. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Es gilt nur, sie zu lösen. Mache mich stolz. Er verschwand. Omnisseus trat zu dem Tisch und las die Schriftrolle aufmerksam. Ab und an schüttelte er dabei unverständlich mit dem Kopf und wunderte sich dabei über die, seiner Meinung nach, fast unmöglich zu meisternden Aufgaben. Gerade als er die letzten Worte auf dem Pergament gelesen hatte, trat ein Centurio seiner Armee mit reich geschmückter und polierter Rüstung, welche den Rüstungen des Centurios des alten Roms sehr ähnlich schien, durch den Eingang des Zeltes und sprach vorsichtig: Herr? Ohne sich umzuwenden, antwortete Omnisseus mit schlecht vorgetäuschter Gelassenheit: Was gibt es, Centurio Malgaven? Der Centurio bemerkte die Verstellung seines Herrn, doch bemühte er sich, sich dies nicht anmerken zu lassen. Er räusperte sich kurz und antwortete dann: Herr, ihr hattet mich rufen lassen. Ihr wolltet mich wegen unseres neuesten Ziels, Arcadia, sprechen. Ich erinnere mich, antwortete Omnisseus, ehe er sich umwandte, den Centurio mit strengem, jedoch gutmütigem Blick betrachtete und hinzufügte: Beladet mein Schiff, die Schwarze Lotus, mit Wasser und Proviant für einige Wochen und stellt eine Mannschaft aus erfahrenen Seeleuten und Kriegern zusammen. Ihr habt bis morgen nach Sonnenaufgang Zeit. Dann setzen wir Segel Richtung Pyropa. Omnisseus wartete auf ein unterwürfiges Salutieren seines Centurios, doch dieser stand eher verwundert da und sprach vorsichtig: Pyropa, Herr? Ich dachte, seitdem der große Vulkan Eruptus dort ausgebrochen war und alles Leben von dem kleinen Eiland genommen hat, dass es dort nichts mehr gibt. Und was wird aus Arcadia? Centurio, nach eurer Meinung habe ich nicht gefragt. Auf dieser Insel gibt es etwas, was der Schlüssel zu weitaus größerer Macht sein kann. Arcadia hat Zeit und ihr eilt euch besser, wenn ihr nicht degradiert werden wollt. Entgegnete der angehende Held streng und wies mit offener Hand Richtung Ausgang. Der Centurio gehorchte und bestätigte den Befehl mit einem Nicken. Doch ehe er das Zelt verlassen konnte, fügte Omnisseus hinzu: Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Bringt 3 Katapulte an Bord und lasst das Magazin des Schiffs komplett mit Lehm füllen. Mit Lehm? Hakte Malgaven verunsichert und verwirrt nach und hob verwundert eine seiner Augenbrauen, wo er den Mund verwundert aufriss. Tut einfach, was ich sage! Erwiderte Omnisseus und winkte den Centurio heraus. Dieser stockte kurz, da er etwas sagen wollte, doch nach einem schnellen Abwägen der Situation empfahl ihm sein Gehirn, besser zu schweigen, wenn er seinen Rang behalten wollte, sodass er kommentarlos das Zelt verließ.
Der Sohn des Mares blieb allein in seinem Zelt zurück und beugte sich über den Tisch, nachdem er das Pergament auf diesen ausgerollt hatte, um sich die Aufgabe noch einmal durchzulesen, wobei er zu sich selbst sprach: Der Phönix. Was für ein atemberaubender Gegner. Hoffentlich gehorcht Malgavin seinem Herrn mehr als seine Ansammlung von grauen Zellen, die er selbst Gehirn nennt, und füllt tatsächlich das Magazin mit Lehm statt mit Pulver. Er rollte die Schriftrolle wieder auf und setzte sich auf seinen edlen Stuhl. Vielleicht wäre das Wort Thron für einen solchen Stuhl im Sinne des Besitzers zutreffender, doch da er nicht annähernd wie ein solcher aussah, da er weder prunkvoll verziert noch reich geschmückt war, sollte das Wort Thron lieber vermieden werden, um keine falsche Vorstellung heraufzubeschwören. Als er sich auf seinen Herrscherstuhl niedersetzte, sein Kinn auf den Arm und diesen auf die Seitenlehne gestützt, sprach er leise weiter: Nicht auszudenken, wenn der Feueratem dieses Wesens ein Schiff mit vollem Pulvermagazin treffen täte,